Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Dave the Diver. Jetzt schauen wir mal hier rein. Okay. Fang 7 Fische auf einmal. Okay, mit der kleinen Netzkanone. Okay. Hätten wir vielleicht die in der letzten Folge auch einmal mitnehmen sollen. Diver. Okay. Luftflasche. Das ist natürlich schon mal gut. Dann haben wir länger Luft. Und ansonsten gibt es neue Fische. Okay, noch nicht. Und jetzt würde ich sagen, wagen wir uns mal an den Hai. Schauen wir mal, vielleicht klappt es ja. Das wäre schon mal gut. Schwarzer Schnapper, sieht man kaum. Ein aggressiver Fleischfresser. Und flupp. Okay, da müssen wir hier ganz nach hinten. Habe ich mir sagen lassen. Schauen wir mal. Schon fast hier ganz hinten sein. Gehen wir mal runter. Schalten wir gleich um aufs Gewehr. Was ist das? Silberne Schüssel. Okay, ich glaube, da sind wir jetzt schon fast ganz hinten. Okay, da können wir dann raus. Sehen wir hier nichts wegen dem Tintenfisch. Okay, da werden wir ein bisschen rumgeschleudert. Okay, müssen wir noch mal rauf. Waren wir wahrscheinlich zu früh dran. Da vielleicht. Ah, da ist er. Gehen wir mal rauf. Haben wir leider jetzt nicht geschafft, aber werden wir am nächsten Tag nochmal schauen. Zumindest haben wir es überlebt. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Wir hatten ja vorher Fische gefangen. Können wir natürlich das jetzt, die vorher gefangenen Fische jetzt verwerten. Okay, da können wir noch einmal aufwerten.
Okay. So, schauen wir mal, 17. So ein bisschen mager, 10. Aber gibt es nur einmal. 4, 2. Ja, hilft es nichts. Okay, dann starten wir mal. Open. Ja, schaffen wir es hier noch nach hinten? Okay, leider nicht. Ja, schade. Haben wir nicht mehr geschafft, aber egal. Bisschen was haben wir verkauft. Okay, immerhin 10 neue Follower. So, schauen wir mal, nächster Tag. Tag 7. Und Regen wieder. Ja, wer hätte das gedacht? Was sagt die Elli? Hey, du hast doch wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Was ist es diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Okay, aber solltest du so etwas nicht selbst in die Hand nehmen, willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschungen. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen. Also lass es dir nicht zu Kopf steigen, jetzt beeil dich. Ich habe nicht viel Zeit bis zur Deadline. Du bist wirklich unmöglich. Aber da du sagst, es sei für eine Publikation, waren es blaue Muscheln und braune Muscheln? Hilf Elli. Okay. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um den Hai. Ich will jetzt mal den Hai. Schauen wir mal. Und flop. Okay, mal ein bisschen Gas geben. Halt. Schaut mal wieder um. Die Muschel nehmen wir mit. Ei, ei, ei.
So, da ist er. Okay, super. Einwandfrei. Einwandfrei, Sache. Okay, da haben wir schon mal jede Menge. Da nehmen wir auch noch was mit. Ne, den Hammer nehmen wir nicht. Oder was war's? Spielzeughammer, ja. Da können wir uns Sauerstoff holen. Sehr gut. Und weiter geht's. Jawohl, da können wir hier rauf. Da sind wir schon fast überladen. Gehen wir nach oben. Zurück zum Boot. So, genau, der Weißspitzenriffhai. Sehr gut. Okay. Fünfmal. Jawohl. Müssen wir natürlich noch servieren, aber soweit ist es noch nicht. Und jetzt schauen wir mal vielleicht, dass wir noch gleich drei blaue Muscheln finden. Schauen wir mal. Und flupp, wie immer. Okay, den dicken hier. Titandrückerfisch. Aber hier knapp vorbei. Einmal noch, würde ich sagen. Ah, der hält viel aus. Okay. Was ist das für ein Beulenkopf-Papageienfisch? Okay. Einer noch. Ja, der will nicht.
Okay, dann gehen wir nach oben. Sehr gut, dann bekommt die jetzt ihren Hai. Ist sie hoffentlich jetzt einmal zufrieden. Zurück zum Boot. So, schauen wir mal, alles klar. Und jetzt schließen wir den Tag ab. Schauen wir mal, 160. Können wir hier was aufwerten auf Frachtkiste? Das nehmen wir natürlich. Können wir mehr Fische beim nächsten Mal machen? Okay, Unterwassergewehr, das haben wir. Ansonsten gibt es nichts Neues, oder wie sehe ich das? Okay, hier der Riffhai. Okay. Jawohl, dann gehen wir mal zurück. Sushi. Blaue Muscheln haben wir zwar keine, aber die werden wir sicherlich noch dann am nächsten Tag uns holen. Okay. Schauen wir mal, Menü. Okay. Oh, 25. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Einunddreißig sogar. Okay. Ja, das war ja der Hai. 65, ja Wahnsinn. Haikopf. Und einmal können wir noch. Das ist 13, 11, 19. Okay, aber da haben wir zwei. Okay. Und dann werden wir mal öffnen. Open. Sehr gut. Ulk, so ekelhaft wie immer. Schon der Anblick verdirbt mir den Appetit. Aber versprochen ist versprochen. Na, sie wollte doch den Hai. Ja. Okay. Also doch, hervorragend. Schmeckt es dir? Ja, sehr lecker. Ich schmecke das Fett des Weißspitzenriffhais im Innern des knusprig gerösteten Kopfes. Aber es ist nicht ranzig oder so. Ist das etwa Ingwer? Der Ingwer mischt sich gut mit dem starken Aroma des Kopfes. Es ist wirklich köstlich. Verzeihung, ich war einfach nur überrascht, wie gut es schmeckt. Das Buch der Fünf Ringe besagt, dass man stets das Wesen einer Sache erkennen sollte, statt sie nur nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Haie sehen äußerlich vielleicht furchterregend aus, aber sie haben ein dichtes Fleisch und ihre Köpfe schmecken köstlich. Dieser im Stück gegrillte Haikopf repräsentiert perfekt all diese Eigenschaften. Ich muss schon zugeben, sehr gut gemacht, du hast bestanden, Pancho. Und nun verrate ich dir, warum ich hier bin. Dieses Restaurant braucht mehr Mitarbeiter. Ich kann dir dabei helfen. Was meinst du damit? Willst du das alles hier wirklich alleine schmeißen, Pancho? Das Restaurant läuft doch jetzt schon auf Maximum. Jetzt klappt vielleicht noch alles, aber wenn mehr Gäste kommen, wirst du es nicht mehr schaffen. Stimmt, ich kann das alleine nicht mehr schaffen, aber es ist schwer, gute Leute zu finden. Ich bin Yoshi, die Personalerin. Genau das ist mein Job. Erst einmal sollten wir eine Stellenanzeige veröffentlichen. Okay. Stelle Mitarbeiter ein, um die Arbeitsbelastung zu verringern.
Mitarbeiter helfen dabei, Speisen im Essensbereich zu servieren oder die Essenszubereitung zu beschleunigen. Ich würde dir gerne erklären, wie man Personal einstellt. Pass bitte gut auf. Okay. Erstmal hier ein Werbeflyer losschicken. Werbeflyer in Arbeit. Die Einstellung hat begonnen. Gut. Die Ergebnisse der Neueinstellungen sind immer am nächsten Tag verfügbar. Morgen werde ich dir mehr erklären. Perfekt. Also servieren wir erstmal das Essen. Na komm, gib Gas, Mann. Oh komm. Tja. Da wurde man auch unterbrochen von der Yoshi. Sonst hätte man es sicherlich leichter geschafft. Oh, da kam jetzt viel Kohle rein. Das war sehr, sehr gut. 474. Hammer. So, Tag 8 und Sonnenschein wieder. Sehr schön. Yoshi wurde als Kontakt hinzugefügt. Wunderbar. Okay. Schauen wir mal da rein. So, was haben wir jetzt hier? Was haben wir hier bekommen? Heikopf. Ja, da haben wir überhaupt nichts bekommen. Ja, das ist ja, das war ja schwach. Okay, wir haben ja hier keinen neuen. Dann schauen wir wieder rein. Eidiver, was können wir noch uns holen? Ja, dann würde ich ja mal sagen, Luft. Luft ist nie verkehrt. Guckst da. Sojasauce und Wasabi. Okay, das ist der Hai. Genau, das war der Hai. Sehr gut. Jetzt haben wir hier schon jede Menge drin in unserem Telefonbuch. Ja, aber dann würde ich sagen, dann waren wir doch mal wieder recht erfolgreich unterwegs. Und in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Als allererstes natürlich einmal vielleicht die blauen Muscheln holen. Okay. Ich jedenfalls danke euch fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.